Wie Sie hoffentlich schon mitbekommen haben, haben wir leider heute eine kleine Programmänderung. Dai Jinhuan konnte leider nicht hier nach Frankfurt reisen. Rechtzeitig, es gab Probleme mit ihrem Pass und mit dem Visum und leider wird es nicht mehr schaffen, dass sie hier heute dabei sein könnte. Aber wir haben ein tolles Programm für den Abend. Also sie werden sich nicht, es wird sich lohnen, hier zu sein. Keine Sorge. Und wir versuchen auch, Dai Jinhuan für den Sommersemester hier einzuladen. Es gibt noch keinen Termin, aber wir arbeiten dran, dass das Visum doch jetzt rechtzeitig da kommt und Reise und alles. Und wir werden alle natürlich informieren, sobald wir mehr wissen. Wir bleiben dran. Wir haben ein Glück, dass wir doch einen Gast gewinnen können, die sehr viel über Kunstgeschichte, was zu diesem Film sehr gut passt, und zwar Professorin Antje Krause-Wall aus dem Institut für Kunstgeschichte der Goethe-Universität. Sie wird uns einen Einblick in diesen Film geben, aus der Sicht besonders von der Kunstgeschichte, was ich sehr, sehr interessant finde. Ich freue mich sehr, dass sie auch kurzfristig zugesagt hat, und geführt wird das Gespräch von Professor Vinzenz Rediger, auch von der Goethe-Universität, von dem Institut für Theater, Film und Medien. Und ich freue mich sehr, dass Sie beide heute hier sind, um ein bisschen über den Film und über den Künstler Liu Xiaodong, der worüber in dem Film auch geht, sprechen werden. Wir wollen jetzt auf der Abwesenheit von Dai Jinhua nicht zu sehr rumreiten, aber die Geschichte würde fast reichen für einen Zhai Zhang-Ke-Film. Denn es ging wohl so, dass sie ihren Pass einem Reisebüro übergeben hat, um das Visum zu besorgen. Und als dann lange nichts kam, hat sie mal nachgefragt und festgestellt, das Reisebüro gibt es nicht mehr. Und der Pass ist weg. Und der Ersatzpass mit dem Visum kam dann heute an, also gewissermaßen 2 Tage zu spät. Aber was wir auch wissen, ist, es ist ein Multiple Entry Visa, das 12 Monate Dauer hat, und wir werden sie auf jeden Fall noch herbringen. Und sie können sich in diesem Sinne auch auf einen zusätzlichen Termin in der Reihe wahrscheinlich im Juni freuen. Wir hatten den Film bereits ausgewählt und angesetzt, Dong, ein einstündiger Film, der Gattung Künstlerporträt zuzuweisen ist. Man könnte auch von einer Hommage sprechen. Wir werden gleich die Begrifflichkeiten zu sortieren versuchen, der 2006 entstanden ist, gewissermaßen als Pendant zu dem Film, mit dem Zhai Zhang-Ke seinen endgültigen internationalen Durchbruch geschafft hat, Still Life, der auch in der Gegend spielt, in der die erste Hälfte des Films spielt, den wir sehen werden, in der Drei-Schluchten-Region. Und es geht in Still Life um die Folgen des Baus des großen Staudamms, der dann eben zu einer grundlegenden Veränderung der Landschaft, der Struktur in der Drei-Schluchten-Region führt. Und das wird in Still Life narrativ aufbereitet, und ist hier aber auch Thema. Und was die Genese der beiden Filme angeht, ist es auch so, dass das Dong, das Künstlerporträt, eigentlich zuerst kam und dann der Film daraus entstanden ist. Still Life werden wir natürlich auch sehen im Laufe dieser Reihe. Es ist der Film, mit dem Zhai Zhang-Ke den Goldenen Löwen am Festival von Venedig gewonnen hat. Das war in diesem Sinne der endgültige Durchbruch, die Kanonisierung mit einem 5. Langspielfilm und gewissermaßen dem 2. offiziellen, also dem 2., der mit der technischen Unterstützung und der Billigung der staatlichen Filmindustrie gedreht wurde, und von dem ausgehend dann auch seine Reputation. Also World war natürlich der Film, durch den viele Leute zum ersten Mal im Westen auf ihn aufmerksam geworden sind. Aber Still Life ist dann gewissermaßen der Durchbruch. Liu Xiaodong, der Hauptdarsteller, der Gegenstand dieses Films, den kennen diejenigen, die The World gesehen haben, beim letzten Anlass in unserer Reihe bereits aus einer kurzen Szene. Laura Teixeira hat uns damals
diejenigen, die es nicht erkannt haben, nicht gesehen haben, darauf hingewiesen. Die haben gesagt, das ist der Typ, den ihr dann in 2 Wochen sehen werdet. Da gibt es die eine Szene in einer Karaoke-Bar, wo ein im Film etwas schmieriger junger Mann mit den weiblichen Hauptfiguren zu sehen ist. Und das ist eben Liu Jiadong. Was Sie sehen werden, ist wie gesagt ein einstündiges Künstlerporträt oder eine Hommage an einen Maler. Und so viel, wir werden jetzt einige Dinge vorwegnehmen, also plenty of spoilers, seien Sie nicht enttäuscht, aber wir können dann über unsere Lesart auch im Anschluss an den Film noch einmal gemeinsam diskutieren und unsere Fehllektüren korrigieren im gemeinsamen Gespräch. Auf jeden Fall. Aber was man sagen kann, ist, es geht um einen Maler, der im weitesten Sinne, und auch das werden wir gleich noch präzisieren, einen realistischen Historienmalereistil pflegt oder beziehungsweise anschließt an gewisse Vorbilder und Muster der realistischen Historienmalerei, wobei da Vorbilder aus dem sozialistischen Realismus, die stilistisch durchaus ambivalent aufgenommen, wenn nicht gebrochen werden, wobei dazu sagst du gleich mehr, und sowas wie der europäische Realismus eine Rolle spielen. Und eine bemerkenswerte Tatsache ist, das ist jemand, der in Polytiptichen malt. Das heißt, er setzt Bilder zusammen aus mehreren Leinwänden, aus mehreren Bildern, die teilweise auch unterschiedliche Landschaftsstimmungen haben. Und Sie werden sehen, der Film ist auch aus Polytiptychon konzipiert, als Diptychon, also er besteht aus 2 30-minütigen Hälften. Polytyptisch. Also sondern ein Diptych. Ja. Mehr als eins, M plus eins. Und es geht jeweils in den beiden Filmhälften um die Genese eines Werkzyklus mit einem bestimmten Motiv. Und so viel jetzt auch noch vorweg. Es geht um prekäre Existenzen, um Wanderarbeiten im ersten Falle, um Prostituierte in Thailand im zweiten Falle. Und wir wollen uns jetzt einen kurzen Moment lang über ein paar formale Aspekte unterhalten, ein bisschen definitorische Arbeit leisten zwischen Kunstgeschichte und Filmgeschichte. Und ich würde jetzt Antje dir das Wort übergeben, damit du uns mehr über den Künstler sagst und über die kunstgeschichtliche Einordnung des Ganzen. Ja, herzlich willkommen. Auch ich freue mich, hier zu sein, obwohl ich natürlich weiß, dass ich jetzt kein Ersatz bin für die ausgefallene Rednerin, aber ich fand tatsächlich jetzt in der kurzen Zeit, die mir blieb, mich auf diesen Film vorzubereiten, das doch sehr spannend aus der Perspektive heraus, dass es eben tatsächlich um einen Künstler, um einen Maler geht, der sich mit spezifischen Themen in seiner Malerei auseinandersetzt und dass diese Form der Malerei in einem Dokumentarfilm über diesen Maler aufgegriffen werden und dadurch quasi so Mimesis-Momente, Reflexionsmomente, Parallelen, aber vielleicht auch Differenzen aufscheinen. Und wir hatten uns vorhin auch noch einmal darüber unterhalten, dass die beiden, also der Filmemacher und der Maler, auch gute Freunde sind. Und das macht diesen Film dann natürlich auch nochmal interessant, weil man dann eben tatsächlich nochmal gut über diese Parallelen, auch Haltungen, vielleicht auch politischen Haltungen nachdenken kann. Also mein Part ist jetzt tatsächlich die Perspektive auch der Kunstgeschichte und da kam es mir sehr gelegen, dass ich tatsächlich auch aktuell ein Seminar mit dem schönen Titel Kunst und Arbeit anbiete, in dem wir uns eben viel über die, also wir haben angefangen in dem Seminar die Darstellung von Arbeit im 19. Jahrhundert ja, und dieses Thema wird von Liu Jiadong in der ersten Hälfte aufgegriffen, in dem ein Bild zu sehen ist, was Arbeiter in der in Fengji malt, darstellt. Und ich würde aber gerne noch mal vorweg ein paar Bemerkungen zu dem Künstler sagen. Vielleicht haben einige von Ihnen eben ihn nicht nur in dem Film gesehen vor 2 Wochen, sondern waren auch in Düsseldorf letztes Jahr die große Ausstellung
in der man ja einen umfassenden Einblick auch bekommen konnte in seine Malerei, die auch die Besonderheit hat, dass es eben nicht nur Malerei ist, sondern dass eben auch die Malerei gleichzeitig immer wieder gefilmt wird, also der Prozess des Darstellens, des Malens eine große Rolle spielt und damit eben auch ganz stark immer wieder ein reflexives Moment eingezogen wird oder er selbst einzieht. Er ist 63 geboren. Ich sage ja normalerweise, Biografien interessieren mich nicht, aber in dem Fall hat es mich schon interessiert, weil eben er hat in Beijing, in der Central Academy of Fine Arts gelernt. Ich glaube, er unterrichtet da auch immer noch, wenn ich das richtig gelesen habe. Und was eben auch spannend ist, eben in der Zeit, also 63 geboren, dass da er als Maler ja auch verschiedene Phasen durchlaufen hat, in der sich eben auch der Begriff des Realismus sehr stark verändert hat. Also dass natürlich erstmal der sozialistische Realismus noch eine große Rolle gespielt hat, aber dann der, also Neorealismus ja auch in den 90er Jahren ein Thema, was auch in vielen Ausstellungen zu sehen ist, in denen quasi der, also parodistischer, dem sozialistischen Realismus begegnet wurde und das aber jetzt wieder auch aufgrund der politischen Veränderungen in den letzten Jahren, was du schon angesprochen hattest, eben den vielen Problemen, Migration, auch Binnenmigration, große Armut, eben wieder so ein ernsthafter Realismus in der Kunst gesucht wird, den eben Liao Jiaodong schon seit 2000, ja so Mitte der 2000er sehr, sehr ernsthaft verfolgt. Und diese Form der Malerei, die kann man in dem Film sehen. Und wir haben eben zwei Teile, das hattest du schon gesagt, zwei Teile. Und der erste Teil greift eine Gruppe von Arbeitenden, von Wanderarbeitern auf im Dreischluchtental. Und der zweite Teil widmet sich thailändischen Sexarbeiterinnen. Also wir haben zwei verschiedene gesellschaftliche Gruppierungen, beide prekär, die eben in der Malerei umgesetzt werden. Also in beiden Fällen handelt es sich um Binnenmigranten oder Binnenmigrantinnen, also Arbeitsmigranten, die innerhalb ihres Landes eben vom Land in die Stadt wandern, aus schierer ökonomischer Not und da auch eben nicht nur ihr Glück finden, wie wir dann im ersten Teil des Films sehen wollen. Und insofern kann man sagen, das ist ein super Jai Jiankoe-Film, weil man eine Möglichkeit, die Bedeutung Jai Jiankoes im Gegenwartskino und überhaupt in der Kunst zu beschreiben, ja darin besteht, dass man sagt, er ist der große Chronist der großen Migration. Wenn es eine große globale soziale Entwicklung gibt, die beobachtbar ist und im Grunde auf die fast alle aktuellen politischen Streitigkeiten und Probleme zurückzuführen sind, dann ist es die große Migration von ländlichen Gebieten in stetig wachsende urbane Kontexte. Und das sind an vielen Orten Binnenmigrationen. In Ländern wie Nigeria geht die Bewegung hin zu den großen Städten, vor allem natürlich Lagos oder in Pakistan nach Karachi. Es ist aber auch eine globale Migration, also eine Süd-Nord-Migration, mit der ja nun, wie wir aus Europa wissen, unterschiedlich intelligent umgegangen wird. Man versucht das teilweise einfach abzublocken zu einem sehr hohen Preis. Es ist aber eine unabweisbare Tatsache, dazu gibt es viele Studien und eben auch kluge Bücher, unter anderem von dem kanadischen Journalisten Douglas Saunders, der sich mit diesem Phänomen der Migration global auseinandergesetzt hat, wo er einfach zu Beginn sagt, Leute, das findet einfach statt und man muss irgendwie damit umgehen. Und es ist aber eben eine soziale Bewegung, die aus westlicher Perspektive in der Regel nur wahrgenommen wird, durch die Abwehrmaßnahmen und die politischen
Folgehaltungen. Und eine der großen Leistungen von Zhai Zhangke besteht darin, dass er genau diese Geschichten erzählt. Diese Figuren sind seine Helden oder das sind die Figuren, für die er sich interessiert. Und die große Qualität, und das ist auch ein Punkt, über den wir gesprochen haben und der dann, Sie werden den Film gleich sehen und das ist sicher etwas, worüber wir sprechen können. Eine große Qualität seiner Filme besteht darin, dass er den Lebensgeschichten seiner Figuren nicht mit einer miserabilistischen Haltung begegnet. Nicht? Das ist nicht der urbane Mittelklasse-Mensch, der jetzt mal in die Slums geht und schaut, wie es den Leuten da geht. Nicht? Also es gibt ja im Englischen den Begriff Let's Go Slumming, wo die Wohlbestallten schauen, wie die armen Leute wohnen und dann geht man mit einem gewissen Frisson raus. Das ist überhaupt nicht die Haltung von Zhai Zhangke, auf keinen Fall. Er ist ja selbst ein Arbeitsmigrant, nicht? Er kommt aus Fengyang, einer Kleinstadt, und hat sich nach Peking abgesetzt, ist da, wie wir wissen, erfolgreich geworden. Aber es ist eben die große Qualität, eigentlich durchs Band seiner Filme, dass er diese Geschichten erzählt, ohne eben weder eine ästhetisierende noch miserabilisierende Perspektive einzunehmen. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, mein großes Gegenbeispiel wäre Sebastião Salgado, der, entschuldigen Sie, eine Hassfigur ist für mich. Und zwar genau deswegen, weil er diese Art von urbanen Mittelklassehaltung gegenüber dem geschundenen Körper des Arbeiters am Tag legt. Und genau das gibt es nicht. Und ein Punkt, den wir gerade vorhin diskutiert haben, und da möchten wir Sie auch bitten, das mit in die Sichtung des Films hineinzunehmen, vielleicht als Fragestellung, ist, wie steht es denn um den Maler? Wie verhält er sich zu den Figuren? Weil der erzählt eigentlich dieselben Geschichten. Und wenn ich vorhin gesagt habe, das ist der super Zhai Zhangke-Film, dann meinte ich auch damit, es gelingt Zhai Zhangke innerhalb von einer Stunde zweimal solche Migrationsgeschichten zu erzählen, an zwei verschiedenen Orten. Nicht ein untypisches Muster für seine Filme, Sie werden sehen, es gibt Filme, also diejenigen, die noch nicht alles gesehen haben, es gibt Filme, die mehrere Geschichten parallel erzählen. Also insofern ist das auch ein Erzählmuster, das bei Zhai Zhangke bekannt ist. Aber eben, wir haben uns... Letztlich sind es ja aber eigentlich jetzt vier Geschichten. Dann, ja, genau. So ist, ne? Also es ist dann zwei, also nein, es sind dann zweimal die Geschichten, die der Dokumentarfilmer erzählt und dann eben zwei Bilder die oder Gemälde, großformatige, panoramaartige Gemälde, die im Zentrum des jeweiligen Teiles quasi stehen. Und spannend ist natürlich, also... Auf der einen Seite haben wir Malerei, also was Stillstehendes, und auf der anderen Seite einen Film. Und wenn du gerade gesagt hast, Migration und wie stellt man auch Migration dar, hat man natürlich auch verschiedene Mittel jetzt, künstlerische Mittel, um so solche Themen ins Bild zu setzen. Von der malerischen Seite, also das werden Sie sehen, da sind viele, da wird sehr stark gespielt. Oder jetzt, wenn ich jetzt nur von der malerischen Seite sehe, ist natürlich das Moment, dass das Gemälde selbst ein Polyptychon ist, ganz zentral dafür, dass eben nicht eine so universalistische Perspektive gegeben wird, sondern dass jeweils die Figuren auch brüchig in dem Bild dargestellt werden. Und was auch interessant ist, dass jetzt die Kunsthistoriker unter Ihnen werden es auch sehen, dass es da ganz klare Referenzen gibt aufs 19. Jahrhundert immer wieder. Also in dem Fall spielt auch Manet mit dem Frühstück im Freien sicherlich eine Rolle. Bloß das, und das werden Sie auch sofort sehen, bei Manet sind das, ist ja eine Prostituierte, die mit angezogenen Herren in einem Park in Paris sitzt. Hier sind das jetzt die Arbeiter, nur mit Unterwäsche bekleidet, die auf einer Terrasse sitzen mit Blick auf den Fluss, der das Gelände eben überspülen wird in absehbarer Zeit. Das ist ein marodes auch Gelände, was wir sehen, in dem halt Steine, also Steineklopfer von Courbet, da werden Sie auch sofort dran denken, wenn Sie diese berühmten Gemälde aus der Kunstgeschichte kennen. Also damit spielt der Maler natürlich ganz stark, er greift es auf, er schreibt es um, und das Wichtige ja auch am Realismus in Frankreich und der ganzen Debatte, die dort geführt worden ist, da geht es ja darum, wie kann man realistisch sein, ohne illusionistisch zu sein? Also wie kann man
Themen der Gesellschaft, wie kann man politische, gesellschaftspolitische Themen darstellen, mit realistischen Elementen, aber gleichzeitig im Bild durch Verschiebungen, Brüche im Bild eben sagen, es ist jetzt keine Illusion, ich bilde nicht nur die Arbeiter ab, sondern ich kritisiere in der künstlerischen Form gleichzeitig die politischen Ereignisse oder die gesellschaftspolitische Situation. Und das kann man bei Kobe, beim Steineklopfer, immer sehr, sehr schön zeigen. Also es hat DJ Clark sehr schön gezeigt, DJ Clark, dass das ist ein großes Gebilde, auf dem zwei Steineklopfer abgebildet werden, die einfach erstmal einer bestimmten Tätigkeit nachgehen. Wenn man aber genauer hinschaut, wie diese Steineklopfer dargestellt sind, merkt man, das ist eigentlich ziemlich sinnlos, was sie tun. Also, weil das sind einfach Steine, aber man weiß nicht wofür, wohin und überhaupt. Und da merkt man, dass in dieser Sinnlosigkeit des Tuns, die Courbet letztendlich darstellt, eine Kritik an der Gesellschaft und natürlich, jetzt sind wir bei Marx und Ausbeutung der Arbeiterklasse, vorhanden ist. Und eben solche Brüche, darauf sollten Sie auf jeden Fall achten, in den Gemälden, die Sie sehen werden im Film. Und jetzt die Frage dann an dich, wie kann man, also wie macht der Film, wie geht der Film mit einem kritischen Blick auf Migration oder auf Arbeiter um? Also in beiden Fällen werden Sie sehen, dass Jai Jang-kyo zeigt, dass der Film etwas kann, was die Malerei nicht kann, nämlich die Lebensgeschichte der Figuren erzählen. In ihrem zeitlichen Ablauf. Also die Pointe des ersten Teils spoilern wir jetzt nicht, aber es gibt eine sehr dramatische Hintergrundgeschichte, die dann erzählt wird und die sich zuträgt während der Genese des Gemäldes und die dann auch zu einer Reise führt und uns klar macht, wie die Lebenssituation der Porträtierten eigentlich ist. Also die Frage, die sich dann stellt, wir sehen erst den Künstler, wie er ankommt in dem Gebiet, in dem er malen will. Wir sehen die Baustellen, wo eben diese Häuser zerstört werden, die von der Überflutung bedroht sind. Da geht es darum, die Backsteine im Grunde zu retten und die dann wiederverwertbar zu machen. Also es ist eigentlich Recyclingarbeit, was die Arbeiter da betreiben, die porträtiert werden. Und dann fragt man sich ja natürlich, was sind das jetzt für Leute? Und der Film erzählt dann eine Geschichte. Da erfahren wir sehr viel über die Lebensumstände und darüber, womit wir es da zu tun haben und was das für Leute sind. Und andererseits kann man sagen, dass der Film sich zum, oder der Filmregisseur zum Maler auch in eine, beziehungsweise der Film zum Gemälde in ein Verhältnis auch der Mimesis setzt. Also es gibt eine Einstellung früh im ersten Teil, die Situation zeigt, die Terrasse, auf der dann die Modelle gruppiert werden und wo das Gemälde entsteht. Und das ist ein sehr, sehr langsamer Schwenk über den Fluss hin zu einer Siedlung, die am Hang gebaut ist, zu der Landschaft. Und das ist genau das Spektrum, das dann in dem Polytyptychon, ich glaube es sind 5 Bilder, die er malt, abgedeckt werden. Also der Maler holt dann gewissermaßen mit seinen Gemälden gewissermaßen diesen Schwenk ein. Aber sehr interessant ist, dass gegen Ende dieser ersten Episode der Schwenk nochmal wiederholt wird, und zwar mit einem dieser Gemälde, wo wir erst sehen, das Modell wird noch gemalt, also das Bild ist noch im Entstehen. Der Porträtierte kauert eben auch in diesem kurzen unterhosenartigen Kleid da. Und die Kleidung ist natürlich durch das Klima gerechtfertigt. Das ist ein sehr warmes, subtropisch feuchtes Klima und da kann man auf dem Bau keine Hemden tragen.
Wobei es aber dann auch. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch Absicht gewesen, die Männer in den tatsächlichen Unterhosen darzustellen. Ja, genau. Also es gibt eine gewisse Erotisierung der männlichen Körper. Ja, das wird auch sehr explizit betont, mehrfach. Genau. Und man sieht es auch auf den. Genau, der Künstler spricht auch davon. Und dann, also dann gibt es diesen Schwenk noch einmal. Und zwar geht er dann vom Bild weg auf das Modell. Und das ist eine von diesen Einstellungen, wie sie eben. Ich sage jetzt mal, nur bei Zhai Zhang-Kö gibt. Die Kamera schwenkt, das Modell steht da und dann steht er auf und geht weg. Und die Kamera schwenkt mit ihm mit. Und das ist so eine von diesen Einstellungen, mir geht es jedenfalls so, wo ich dann hinschaue und denke, boah, was ein Einfall. Ne? Und dann beginnst du nachzudenken darüber, was das jetzt gesagt hat über das Verhältnis von Film und Malerei und welche also Homologie zwischen den Formen, aber auch so etwas wie eine Konkurrenz der Künste da ausgehandelt wird. Aber das, da fand ich in der Szene besonders spannend auch, dass einmal ein Close-up von Zweien dieser Polyptychon zu sehen ist und in der Mitte ist ein Spalt und durch den Spalt sieht man die Landschaft, weil das war für mich auch so ein Konkurrenzmotiv, dass die Malerei, die steht, die fixiert etwas, die hat auch, hält vielleicht auch was fest, die hält auch die Menschen fest, aber dann eben in dem Moment und da hinten ist das Wasser, das bewegt sich, das fließt und das ist natürlich auch ein Motiv, wie ein Leitmotiv in dem Film. Also es regnet ja auch immer, das da kommt noch dazu. Ja, genau. Also das, eben der Zeitfluss und das Fließen des Wassers, das Fließen der Zeit, macht sich der Film immer zu eigen oder stellt der Film aus als die Eigenheit des künstlerischen Mediums Film. Und das Interessante daran ist, dass sich dann immer die Frage stellt, ist das jetzt eben eine Konkurrenz der Künste, ist das eine Freundschaft der Künste, hilft er dem Freund dabei, sein Werk zu vollbringen, ist es Kritik im Sinne der romantischen Kunstkritik, Vollendung des Werks durch eine kritische Auslegung, wenn man so will. Das ist da alles drin, nicht? In dieser einen sehr, sehr einfachen Idee einer Einstellung, die das Bild zuerst zeigt, an dem noch gemalt wird, an das Modell, und das Modell steht auf und geht gewissermaßen aus dem Bild weg. Und führt sein Leben fort. Und damit ist eigentlich, sind alle großen Fragen des Verhältnisses von bildender Kunst und Malerei in einer Einstellung formuliert. Nicht? Das ist schön. Ja, lass uns nochmal auf den zweiten Teil zurückkommen, weil du da auch ein gewisses Unbehagen hast, genau, das wir jetzt artikulieren wollen und dann vielleicht. Genau, weil im zweiten Teil, also da steht ein Gemälde mit dem schönen Titel Hotbed Number 2 im Zentrum, auch aus 5 Teilen bestehen. Und es sind eben 11 bekleidete Frauen aus Thailand dort zu sehen. Ich meine, es ist relativ klar, dass es sich um, meine ich, um Sexarbeiterinnen handelt. Und das wird dann auch sehr deutlich gemacht, weil man eine der Frauen sieht auf dem Weg zur Arbeit und sieht dann, wie sie auf dem Strich steht. Ja, und diese Frau, die dann sitzt und immer die Menschen anspricht, die man aber nicht sieht, die ist auch so, genau. Und die Frauen liegen sehr erotisch auf den Decken und um sie herum sind Früchte gruppiert, die dann auch noch so geöffnet sind, also wieder so klassische Motive, die man in der bildenden Kunst ja rauf und runter findet. Und auch hier, also man kommt nicht umhin, an Gauguin zu denken und an seinen exotisierenden Blick auf die Frauen in Polynesien. Da gibt es auch, meine ich, wirklich ganz enge auch Parallelen, wie halt die Tücher gruppiert sind oder angelegt sind. Und da war mir jetzt, und das gebe ich jetzt auch einfach mal als Frage, auch für Sie, wenn Sie den Film gleich sehen, einfach nicht so klar, ob es eigentlich auch ein Weitertreiben oder ein weiterführendes Blicks des Malers auf den weiblichen Körper ist, der eigentlich relativ ungebrochen dargestellt wird. Er sagt dann mal so lapidar, glaube ich, so, ja, es ist halt so, wie es ist. Dann verlässt er die Szene. Aber ja, das ist ein Punkt, da
bin ich noch nicht zu einem konstruktiven Schluss gekommen. Wobei man natürlich wiederum sagen kann, dass der Film ist ja ganz bewusst so in zwei Teilen aufgebaut. Ne? Einmal die Männer, dann die Frauen und dass es dann eher ja um so ein Austarieren vielleicht auch gibt, auch ein Zeigen, dass also alle Menschen und alle Geschlechter von diesen Ausschlussmechanismen betroffen sind. Aber da gibt es, denke ich, auch so Spannungsverhältnisse. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ja, vielleicht zwei Anmerkungen dazu. In diesem zweiten Segment, das eben in Bangkok spielt, gibt es einerseits eine sehr interessante Szene, wo er sich mit, ich nenne es jetzt mal Diaspora-Chinesen, trifft, mit denen er dann seine Sprache sprechen kann, die aber in Thailand naturalisiert sind. Und es gibt den einen Sohn, der offenbar auch in der Armee dient und dann seine Paradeuniform anzieht. Und dann geht es eben im Grunde um die Frage, was das bedeutet, irgendwo hinzugehören und dazuzugehören und zu Hause zu sein. Also das ist dann nochmal eine Migrationsgeschichte. Diejenige der in Südostasien sehr großen chinesischen Diaspora, die da miterzählt wird. Und gleichzeitig gibt es eine sehr interessante Szene, und Sie werden feststellen, da wird keine Einstellung verschwendet in dem Film. Es gibt eine sehr interessante Szene, wo er über die Körperbewegungen der Menschen in Thailand spricht und dann sagt, die fließenden Bewegungen der tropischen Menschen. Was, wenn das ein westlicher Künstler sagt, natürlich sofort zu einer dramatischen Verurteilung wegen Orientalismus führen wird. Was aber einen anderen Beiklang kriegt in diesem Zusammenhang. Aber man sieht dann auch, da ist ein Element von Fremdheitserfahrung drin und gleichzeitig auch von Projektion drin, die eine ganz andere Geografie hat als das, was wir gemeinhin als Orientalismus und Orientalismus-Fantasien wahrnehmen. Und da stellt sich dann auch die Frage, also wir haben natürlich sofort unsere Deutungsschemata bereit, wenn wir so einen Satz hören, aber wenn man sich dann die tatsächliche Geografie vergegenwärtigt und auch daran denkt, wie stark auch die kulturelle und ökonomische Präsenz der chinesischen Diaspora in Ländern wie Thailand ist, kriegt das nochmal eine andere Dimension. Und ein Punkt, den ich auch noch kurz ansprechen wollte, betrifft die Methode des Malers. Du hast das schon erwähnt, er filmt und er fotografiert sehr viel. Und der erste Schritt im künstlerischen Prozess ist es eigentlich immer, die Modelle vorzudrapieren, sie dann zu fotografieren und dann im Grunde die Fotos auszuwählen und dann nach den Fotos nochmal die Inszenierung zu wählen, die dann gemalt wird. Und das ist ein interessanter Feedback-Prozess und das ist auch deswegen interessant und hier wird es nochmal spannend, was die Frage des männlichen Blicks auf den weiblichen Körper und die Exotisierung des weiblichen Körpers angeht. Im zweiten Segment mit den jungen Frauen in Thailand ist es ja so, dass sie die Bilder auswählen. Also er macht die Fotos, sie posieren, sie drapieren sich und dann schauen sie sich die Bilder an und sagen, welche ausgewählt werden sollen. Da gibt es die eine Gruppe von jungen Frauen, die sagen, du musst die besonders erotischen Bilder nehmen. Ja. Wo man auch sagen kann, da ist der künstlerische Prozess in diese Selbstvermarktung des weiblichen Körpers in gewisser Weise mit einbezogen, beziehungsweise ist das so eine Doppelschlaufe, wo man sich auch fragen kann, ist das nicht genau in dem Sinne, wie T.J. Clark die Steinklopfer liest, auch als eine kritische Haltung zu der Selbstvermarktung des weiblichen Körpers zu lesen. Ich weiß nicht, wie du diese ganze Fotografiearbeit gelesen hast. Oder ist dir das zu wohlwollend? Also mir war, ist das, glaube ich, ein bisschen zu wohlwollend. Also, ja, weil ich habe mich mir ist diese Szene aufgefallen, wo man einmal so einen Schatten von einer Frau auf der Wand sieht und er dann mit dem Pinsel so die Konturen nachfährt und das ist ja so eine klassische Szene aus der Kunstgeschichte, wo es dann um die Erfindung der Malerei geht, aber natürlich die Erfindung, eigentlich ist das ja auch die Erfindung der Malerei von der Frau, aber in der Kunstgeschichte hat sich das ja so gefestigt, dass es eben die Malerei, Erfindung des Mannes quasi ist, der dann sein Modell
festhält und nachher letztendlich verlebendigen kann. Und mir ist diese Szene, glaube ich, so hängen geblieben, dieser kurze Moment, dass ich das gar nicht anders als, also dass ich das nicht so wohlwollend sehen konnte oder kann. Wobei ich jetzt gerade, wo du gesprochen hast, auch nochmal, ist mir in den Sinn gekommen, dass die Geschichte des Realismus, das habe ich heute gerade nochmal gelesen, in China tatsächlich auch viel, oder die Form der realistischen Malerei mit der Abgrenzung gegenüber anderen asiatischen Kulturen zu tun hat. Und da in dem Moment ist es ja wieder dann auch spannend zu sehen, dass man realistische Formen nimmt, um dann Menschen aus anderen asiatischen Regionen darzustellen. Und dann ist dann wieder so ein Bruch oder eine Wendung drin, die einem jetzt von einer europäischen Perspektive gar nicht so klar ist. Und das wäre auch nochmal auch so ein Plädoyer dafür, dass man tatsächlich, man muss viel stärker in diese in die regionalen Besonderheiten, in die Austauschprozesse, zwischen die zwischen einzelnen Ländern stattfinden, schauen. Also nicht immer nur eben der orientalistische Blick, Europa guckt mal eben auf komplett Asien und das ist ja dann sowieso alles irgendwie vergleichbar, sondern ja, ich habe eben bei mir in der Kunstgeschichte auch schon arbeiten, da geht es um die über afrikanische Binnenmigration schreiben und wie Künstlerinnen mit afrikanischer Binnenmigration umgehen. Und das sind ganz komplexe, vielschichtige Felder, die sich da auftun, hochspannend. Aber man muss sich natürlich unheimlich einarbeiten in die jeweiligen Gegebenheiten. Es gibt auch einen Moment der Selbstverortung im thailändischen Segment, wo er ganz kurz über seine Ausbildung und dann darüber spricht, wie er sich jetzt selbst in kunsthistorischen Traditionen verortet. Und er spricht davon, wie er an der Akademie eben sich an westlichen Vorbildern geübt habe und vor allem auch an der westlichen realistischen Tradition. Und dass aber jetzt die traditionelle chinesische Malerei und ich weiß nicht mehr, welche Dynastien er benennt, und dann führt er aber ein sehr komplexes ästhetisches Argument darüber, weshalb es nun genau die Epoche der chinesischen Malerei ist, die für ihn jetzt bedeutsamer ist, die dann als Schlüssel für das angeboten wird, was er selbst als Malerei praktiziert. Und das ist wiederum, wie du sagst, völlig jenseits der Referenzrahmen der westlichen Kunstgeschichte zu verstehen. Und es ist eben auch, wenn man so will, als Binnendifferenzierung, also was für eine grobschlächtliche Kategorie der bildenden Kunst in Asien anzuschauen. Also auch da geht es darum, diese Binnendifferenzierung entsprechend ernst zu nehmen oder dem nachzuspüren. Ein Punkt noch zur Fotografie. Diesen Teil geben wir jetzt noch nicht bekannt aus dem ersten Teil, aber da gibt es einen Moment, in dem Fotografie eine sehr wichtige Rolle spielt, und zwar als Totenbild. Und insofern ist dieses Motiv, von dem du gesprochen hast, mit dem Schatten, der dann nachgezeichnet wird, eine der Urszenen der Malerei in der europäischen Kunstgeschichte, wo es dann aber auch darum geht, über den Schatten das Modell wieder zum Leben zu erwecken, ist etwas, was im ersten Teil schon angelegt ist über eine bestimmte Verwendung von Fotografien der einen Geschichte, die da erzählt wird. Also das ist... Genau, ich will jetzt nicht vorwegnehmen. Genau, wollen. Das spoilern wir jetzt nicht. Und da gibt es noch den Schluss. Und darüber sprechen wir jetzt noch zwei, drei Minuten und dann machen wir die Pause und dann schauen wir den Film. Oder wir sprechen über den Schluss dann ganz am Schluss. Das wäre vielleicht auch machen. Ja. Also die Frage, die sich uns gestellt hat, achten Sie auf den Schluss. Genau. Und dann reden wir ganz am Schluss nochmal gemeinsam über den Schluss. Und eine Hypothese ist, dass es sich beim Schluss um eine Art Selbstporträt, Doppel-Selbstporträt der Künstler handelt. Und mehr sagen wir jetzt dazu nicht. Nee. Und jetzt schauen wir den Film an und dann sprechen wir nochmal drüber. Okay, bis dann. Ja. Etwas, worüber wir jetzt im vorbereitenden oder einleitenden Gespräch gar nicht gesprochen hatten, ist die Rolle der Galerien. Die ist ja vor allem im zweiten Teil sehr deutlich, weil der Raum, in dem dieses Gemälde entsteht, ist ein Galerieraum. Das sieht man dann in dem Moment, in dem das eben das Modell aufsteht. Man sieht schon vorher, wo er sich zwischendurch mal ausruht auf dem schwarzen Sofa im Galeriebüro. Und man liest im Abspann. Und man liest im Abspann dann auch noch. Und eine der
Einer der Punkte, die wir diskutiert haben im Vorlauf, war, dass die Galerie, die in Europa vertritt, glaube ich, eine Kennzeichnung verwendet, an der du dich gestoßen hast. Kannst du dazu noch etwas sagen? Ja, ich muss gerade... Also sind eine mit einem Baudelaire-Zitat, den Maler des modernen Lebens. Er ist der Maler des modernen Lebens. Also das ist der erste Satz in der Galerie. He's a painter of modern life. Und das bezieht sich dann eben auf Baudelaire und seine Überlegungen zu Constantin Gies, dass der halt die Pariser Gesellschaft im 19. Jahrhundert darstellt. Und Baudelaire lobt ja an diesem Maler eben nicht nur die Menschen, die er ins Bild setzt, sondern eben auch diese Flüchtigkeit, die er in einer bestimmten Art und Weise dann umsetzt. Und ich habe mich dann ein bisschen dran gestoßen an dieser Beschreibung. Und das ist, denke ich, in dem Film jetzt auch nochmal klar geworden, weil es doch vielleicht gerade nicht um die Flüchtigkeit geht, sondern auch um was Festhalten, also was zumindest auch formuliert ihm ergeben möchte. Also ich hatte fast das Gefühl, dass der Film eher das Flüchtigere ist als die Malerei. Also Zhao Zhangke wäre dann der Maler des modernen Lebens und nicht... Genau, nicht, er und... Mhm. Ja. Genau, ich muss mich in einem Punkt noch korrigieren. Die Fotos, die von den jungen Frauen gemacht werden, die werden natürlich in dem Moment gemacht, an einem Punkt gemacht, an dem der Bilderzyklus schon weitgehend entstanden ist. Aber es ist gleichwohl natürlich so, wir haben das gesehen, dass es Teil seines Arbeitsprozesses ist, die Modelle in ihren Positionen zunächst mal zu fotografieren und dann es ist auch nicht so ganz klar, was die Rolle der Fotografien dann ist. Und eine Einstellung in der ersten Sequenz zeigt er, dass er dieses Skizzenbuch verwendet, in dem er auch schreibt. Mhm. Und die Komposition legt er dann fest durch eine Skizze in dem Buch. Und das ist auch der Passus, wo er darüber spricht, wie wichtig es für ihn ist, die Parameter zu kontrollieren, also seine Distanz zum Gegenstand und zur Leinwand relativ klar einzusetzen, beziehungsweise dann, auch wenn er die Leinwand auf dem Boden legt, eine bestimmte Art von körperlicher Präsenz zu entwickeln, wo Einschränkungen und Erweiterungen in gleicher Weise eine Rolle spielen. Ja, das. Ich muss ganz halt überlegen, ich muss vielleicht doch mal meinen Heft nochmal holen, weil ich habe mir vorhin ein Courbet-Zitat aufgeschrieben und das ging mir ganze Zeit durch den Kopf, weil es ist so eine 1:1. Also ich glaube, der Maler könnte auch das Courbet-Zitat gesagt haben, weil eben es genau in diesem Zitat, was jetzt da hinten irgendwie liegt und was ich nicht auswendig kann, dass es eben darum geht, um den Realismus, was macht der Realismus, sich mit den Menschen irgendwie nahe sein. Mhm. Und das ist das Einzige, was er macht. Und das ist ja ganz deutlich geworden, irgendwie, dass er sich auch so körperlich den Porträtierten nähert, zumindest den ersten, also den Männern. Weil es gibt ja, also das ist natürlich Routine bei Porträtmalern, aber doch auch ein Moment der Empathie, wo er ihr dann sagt, reicht jetzt fürs erste Mal, entspann dich. Und das ist der Moment, wo sie dann aufsteht und die Kamera mit ihr weggeht und interessanterweise das Mikrofon bei ihm bleibt. Also man hört ihn kommentieren und er sagt dann, ja, ach, der geht schon gut und so und ist jetzt entspannt. Und, aber es geht genau um diese... aber da fragt man sich doch, mit wem er gerade spricht, oder? Das habe ich nochmal überlegt. Mit wem er in dem Moment spricht. Ist nicht klar, würde ich sagen. Wäre interessant, weil wenn es in dem Moment der Dialog mit dem Filmemacher wäre, wäre das ja ganz interessant, weil es dann so eine Einigkeit vielleicht auch gibt und so eine Perspektive, so eine gemeinsame Perspektive auf den Gegenstand, das Subjekt. Genau, wobei dann auch wieder zu schauen wäre oder es interessant wäre zu wissen, wie die Entscheidung zustande kommt, das Mikrofon beim Maler zu behalten und die Kamera mit der jungen Frau mitgehen zu lassen. Es gibt sicher Fragen oder Kommentare oder Widerrede aus dem Publikum. Ja, bitte.
Hello, professors. It's a special film. Actually, I know quite a lot about art and also the artist himself. That's why I came here. But my first question is, I'm surprised of the ending. Yeah. Sorry, I speak English. Not a problem. Yeah, and for me, it's quite interesting. I think Jia Zhengke follow him this trip from China to Bangkok. Yeah. And the first is a group of men, workers, and another girls from Bangkok. For me, it's kind of interesting. But this ending, still, I'm still a little bit lost. Why it just end like this? That's my question. Yeah, I mean, we launched, let's call it very seriously, a working hypothesis. That one way of reading it as a double self-portrait of the two artists. That they're blind artists walking through a very complex, globalized world. This is the only moment. I mean, if you're in Bangkok, you have no trouble filming European people if you want to. But this is the first and only moment where we see them in a market situation, where suddenly you have all these Northern European looking tourists in the frame, and they circulate through the market. And then there is the two blind singers, or the blind guy with the cup, and the singer following him, and they're dependent on each other, obviously, and they're artists. You know, making music, and he's a singer, and whatever you think of it, they're clearly artists, but they're blind. But just like 2-3 minutes before this last interview with Liu Xiaodong himself, and he mentioned as artist, we're most free for every thinking or creation, but also could be most confusing and difficult, because you don't know if you work well with your work, then I may imagine it will come back to him as an ending, but this is quite interesting. Thank you. Yeah. And I think it has to do that maybe an artist is always a little bit blind. So he is blind in a way. He tries to show something, but you can never show the whole truth or what you're looking for. And so I think to be blind is a very good metaphor. Or maybe artists need like art critic to give like a guiding if he or she makes something right. Yeah. Yeah, but who's guiding and who's following? That's philosophy. The interesting philosophy. Yeah, I mean, we're talking about two visual artists here, yeah, that's kind of and we have two blind men jointly walking through a market. Very significant. I think the first one is not blind. He collected money. I think he is. He clearly is blind against the ball. He's bouncing into the walls, okay. and he's wearing a stick. By the way, the passage where he talks about the insecurity and the depression of the artist, and basically he says the problem with being an artist is that you never know how good you are. Yeah, it's never ending. Yeah, and that resonated very strongly with me because my Doktormutter, my supervisor, said at one point, I thought that was a profound truth about science and scholarship as well, and it's something that ties art and scholarship together. She said precisely this. She said, it's a great line of work, but the trouble is you never know how good you are. You know, you're always dependent on the recognition of others, and it takes time to come, and sometimes it never comes. And so I think that was a very profound moment where he said, I made this choice. I decided not to go into an ordinary career. And you may not, you know, see this from the way I behave, but there is this element of profound insecurity, depression, which has something to do with the fact that you basically risk yourself every day. I know Liu Xiaodong and his wife, Yu Hong, they're both very good professors at CAFA, Central Academy of Fine Arts. Right. I came from Beijing. Yeah. They did good job. No, I mean, he has no status problem at this point. I mean, he's an art world personality because he gets flown into Thailand to paint the series of paintings. You know, that's all the recognition you could possibly hope for as an artist. Still, it's structural. It's part of the job. There needs to be this element of insecurity. So two blind men in the market.
Yeah, do we have other comments oder andere Fragen und Kommentare? Wie gehen Sie um mit der Geschlechterfrage im zweiten Teil? Ist das ein, also das ist ein gewisser latenter Dissens, sage ich jetzt mal, zwischen Antje und mir. Ich versuche eine T.J. Clark, eine kritische T.J. Clark, ein berühmter englischer neomarxistischer Kunsthistoriker, den teilweise auch Rechte gut finden, so gut ist er, der eben kluger Kopf, der diese Lesart von Courbet vorschlägt und sagt, also Courbet nimmt dieses scheinbar triviale Motiv, das ist natürlich schon ein sensationelles Motiv in der Geschichte der Kunst, die beiden Steineklopfer, weil es die Hierarchien der Genremalerei komplett zerstört. Also Subproletarier dieses Typs sind nicht bildwürdig vor 1850 und Courbets revolutionäre Tat besteht darin, dass er die überhaupt malt. Ne? Und dann malt er sie aber auch noch bei dieser sinnlosen Tätigkeit, die sich dann so lesen lässt, als eine Kritik an einer sinnlosen Geschäftigkeit der industrialisierten Welt. Und also Junker mit Courbet in Verbindung zu bringen, fällt nicht schwer, genau deswegen, weil er genau die Leute immer wieder ins Bild rückt, die normalerweise nicht bildwürdig sind. Also das ist auch etwas, wenn wir dann hoffentlich bald mit Dai Jinhua über die, man kann das schon sagen, Sonderstellung Zhai Zhangkös im Gegenwartskino Chinas sprechen, dann hat das etwas damit zu tun, dass man in seinen Filmen Leute sieht, die bei Zhang Yimou eben nicht mehr vorkommen oder bei Chen Kai-ge oder natürlich nicht im Fantasy-Genre Wuxia-Kino, von dem sich die offizielle Kulturpolitik erhofft, dass es irgendwann mal Hollywood in die Schranken weisen wird, sondern da geht es um Leute, die eben dieses Typ sind. Ich hatte den Eindruck, dass sich vielleicht, also dass die Perspektive auf die Frauen in dieser kleinen Szene, die da in der Bar nachher spielt, irgendwie relativiert wird oder konterkariert. Also das, da habe ich nochmal überlegt, ob eigentlich da der Filmemacher eine andere Perspektive als der Maler hat. Und weil der eigentlich das ja ein direktes Kommentar auf dieses, was du vorhin auch gesagt hattest, dieses Tropical Bodies and They Move. Und dann wird das, der Maler setzt ja dann diese Körper eben so wie gesehen ins Bild, aber dann in der Bar wird das ja, bekommt das so eine spezifische Wendung. Also da wird das auf einmal auch absurd, ne? Dass man irgendwie den Körper festschreibt auf eine bestimmte Bewegung, weil die Tänzerinnen dort ja eben sich nicht so festlegen lassen auch, ne? Auf so ein bestimmtes Körperschema. Und gleichzeitig eben auch der Maler das imitiert dann und versucht genau, nachzumachen, also, und nicht. Lucia Dong, wie ein klassischer, ne? Tourist am Strand, nicht, versucht da irgendwie mitzutanzen. Genau, und dann kommt so ein starker Bruch. Das fand ich jetzt gerade auch nochmal stark. Aber das ist dann wie, als ob der Filmemacher einen Perspektivwechsel vornimmt, vielleicht. Ja, wobei ich würde sagen. Ich mache mich jetzt zum Apologeten des Films. Ich muss zugeben, dass mir der Film sehr gut gefällt. Ja, mir auch. Darum geht es ja gar nicht. Genau. Aber auch, ich will mich auch ein bisschen zum Apologeten von Liu Xiaodong machen hier. Er exponiert sich in der Situation. Er exponiert sich zunächst durch diese Tanzbewegung und dann gibt es ja, das ist ja auch nicht trivial, dass er dann nachher diese Aussage trifft über die strukturelle Ungewissheit des künstlerischen Tuns. Und das Interessante ist in der Tat, dass die Blickstrukturen in dieser Szene, dass da die Geschlechterverhältnisse umgekehrt werden. Also die flüssigen Bewegungen sind zunächst mal Tanzbewegungen von Männern, die mit, in Anführungszeichen, weiblichen Tanzformen kokettieren. Also das ist
jedenfalls aus westlicher Sicht nicht geschlechter eindeutig festgelegt. Und dann sind es ja vor allem Frauenfiguren, die als Zuschauerinnen eingeführt werden und die sich amüsieren. Und einerseits über die etwas fülligere Frau amüsiert zeigen, die da tanzt, aber natürlich auch über die Männer. Also das ist ein Geschlechterkarneval, der da stattfindet. Mhm. Und als Abschluss dieser ganzen Malerszene finde ich das schon nochmal interessant. Das wird alles nochmal zur Disposition gestellt. Mhm. Das stimmt, aber das war eben für mich so noch die Frage, die sich gestellt hat, ob das dann, das ist halt nicht in der Malerei in dem Sinne angelegt. Also das ist wie nochmal ein Kommentar vielleicht auf die Malerei. Wir haben einen Kommentar, aber bleib mal oben, ich reiche mein Mikrofon weiter, dann musst du nicht so weit. Ups, Entschuldigung. Dankeschön. Also auch eher ein Kommentar, oder ich bin mir auch total unsicher mit dieser Frage. Also mich hat der Film, glaube ich, an einer Stelle auch wirklich so ein bisschen geärgert. Es wird ja so ein bisschen, also der Filmemacher guckt auf den Maler, ist ja so ein bisschen die ganze Anlage halt. Und der Maler tritt nicht wirklich in den Dialog mit dem Filmemacher. Das kann man, glaube ich, nicht sagen. Mir schien es eher so, dass der Maler Raum gewinnt im Film, auch sich zu zeigen, sich zu präsentieren. Also aber von dieser Seite, also von der Malerei, wird nicht in den Dialog getreten mit dem Film. Es ist eher, dass der Film in den Dialog mit der Malerei tritt. So schien es mir zumindest halt. Und von diesem Punkt aus fiel es mir auch immer total schwer, etwas zu der Malerei zu sagen, weil der Filmemacher praktisch permanent die Malerei kommentiert, den Maler kommentiert, den Maler beobachtet, dem Maler Raum gibt, sich darzustellen, aber auch selber wiederum den Maler eben, ja, wie ich finde, halt auf eine durchaus sympathische Weise darstellt und sozusagen einen Kommentar dann auch zum Maler und damit auch zur Kunst abliefert, hinter dem man dann gar nicht mehr zurückgehen kann, wenn man nur auf die Malerei blicken will. Also das fand ich nochmal so eine, für mich zumindest, ein ärgerliches und ein schwieriges Moment auch halt. Und dann zu den Bildern selbst muss ich sagen, ich konnte die eher nur so ein bisschen als, also jetzt dieses Tropenbild da, also mit der Dame da zwischen den Ananaspflanzen dort, ich konnte das tatsächlich nur so ein bisschen als ironisch lesen halt. Also das Bild, wo nachher die Kamera geht, dann nochmal ganz klar auf das Bild, was dann da hängt an der Wand, das ist mir dazu noch eingefallen. Also als eine ironische Darstellung von diesen Formen von Darstellungen, die man kennt, ja. Okay, Epson, vielleicht ein Kommentar, ja. Also vielleicht, wenn ich darf, gleich kurz daran anschließen, bevor wir zur nächsten Frage gehen. Sie haben die Szene erwähnt, wo man das Bild am Ende sieht. Es gibt ja bei beiden Segmenten am Ende sowas wie ein Präsentationsmoment, wo die Malerei ins Zentrum gerückt wird. Und mir scheint in beiden Szenen die Musik besonders bedeutsam zu sein. Die dann nochmal verstärkt hervortritt und im zweiten Segment einen sehr starken Kontrast zum Bildmotiv herstellt. Also es ist treuend tief, eher eine dunkle Stimmung, die da evoziert wird, die mir in einem Kontrast zu stehen scheint mit dem Bild. Und der andere Punkt, mir scheint, den Sie aufwerfen, betrifft in der Tat das Verhältnis vom Akt des Filmemachens und dem Akt des Malens. Und er interessiert sich für den Akt des Malens, aber er sieht sich nicht in der Aufgabe oder in der Pflicht, die Bilder in den Vordergrund zu stellen. Wir kriegen genügend mit von der Malerei, um zu sehen, was der so macht. Aber es ist nicht ein Katalog, den er da macht. Und das hat mich erinnert an die Frage, die sich immer wieder stellt bei der Performance-Kunst und dem Verhältnis von Performance- und Videoaufzeichnung. Ich habe mal das Vergnügen gehabt, ein längeres Gespräch mit Marina Abramović über diese Frage zu führen. Da hat sie die Geschichte erzählt von jemandem, der mal ihre Performance aufgezeichnet hat, der ein aspirierender Filmemacher war und sich dann immer irgendwelche lustigen Kameraperspektiven ausgedacht hat. Und als die Performance vorüber war, hat sie sich das Video angeschaut und gesagt, das ist Schrott, hat es gelöscht, hat die Kamera hingestellt und die ganze Performance nochmal gemacht, am selben Abend in derselben Lokalität, ohne Publikum, damit eine neutrale Videoaufzeichnung da ist. Und
Das heißt, die Vorstellung einer Videoaufzeichnung von der Performance, die Marina Abramović hatte in dem Moment und möglicherweise überhaupt hat, wobei in ihrem Verhältnis mit Babette Mangold in dem Film ist es nochmal anders und Babette Mangold hat dann auch ein anderes Verständnis davon, was ihre Rolle ist. Aber in diesem Moment war klar, es gibt keine künstlerische Position außer meiner. Und hier haben wir es mit zwei künstlerischen Positionen zu tun. Und es ist in der Tat der Akt des Filmens und der Akt des Malens, die zueinander in ein Verhältnis gesetzt werden. Und es scheint mir, also ich würde sagen, es würde mich auch interessieren, was Antje dazu sagt, in beiden Segmenten ist der entscheidende Moment der, in dem das Modell aufsteht und die Kamera mitgeht. Ja. Wo der Film etwas macht, was das Bild eben nicht kann und wo im Film das Bild Leben gewinnt und zugleich das Leben weitergeht jenseits des Bildes. Korrigiere mich, ob ich da richtig liege, aber mir scheint, dass bei dem ersten Gemälde das so ein Panoramaschwenk irgendwie gewesen zu sein und bei der zweiten Szene ist die Kamera so tanzend über das ganze Gemälde am Ende nochmal so gezoomt. Also fand ich, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Aber ich würde sagen, soweit ich mich jetzt erinnere, korrigieren Sie mich, wenn Sie das anders gesehen haben, zwei verschiedene Momente. Der Moment, in dem der Akt des Malens noch stattfindet und das Modell dann gewissermaßen entlassen wird, ist im ersten Segment ist es zuerst ein Schwenk von rechts nach links. Genau. Mhm. Dann sitzt er da. Mhm. Und dann steht er. Wundernswerte Fähigkeit, offenbar stundenlang so zu kauen. Steht auf, geht nach rechts und schaut dann aber wieder nach links. Mhm. Und dann folgt die Kamera erst nach rechts und schwenkt dann nach links. Und bei der jungen Frau, soweit ich das erinnere, ist es so, dass sie da liegt und er sagt dann relax und dann steht sie auf und die Kamera folgt ihr dann in den Büroraum der Galerie, wo sie dann ihre Handynachrichten liest. Wobei da noch auch der Schnitt kommt mit diesem besonders intimen Moment, wo sie das Kleid auszieht. Das ist ja eine Situation, die es im ersten so nicht gibt. Und dann und der Schwenk über die Bilder ist beim ersten Mal einer von rechts nach links, bei der in der Landschaft endet. Beim anderen von links nach rechts. Und beim zweiten von links nach rechts. Das ist ja sowieso ziemlich nett symmetrisch aufgebaut, ja, oder? Genau. Auch mit den Flüssen. Genau, da hinten gibt es schon lange eine Frage oder einen Kommentar, bitte. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass gerade im zweiten Teil doch der Filmemacher irgendwie auch eine sehr agonale Position hat zu dem, was eigentlich der Künstler macht. Also gerade bei eben dem zweiten Modell, das aufsteht und geht, da ist er auch, also der Künstler hat immer einen sehr guten, der hat ja immer große Momente, wo er auch recht philosophisch reden darf. Und da auf einmal sagt er ja eigentlich ziemlich, also nicht Unsinn, aber es ist ja irgendwie, jeder soll machen, was er will, ist doch, manchmal denke ich das, während vor ihm eine Sexarbeiterin liegt, was irgendwie ja eine sehr harte Aussage, gerade auch noch nicht mal in ihrer Sprache sagt er das und sie liegt da vor ihm und sie hat das ja eindeutig nicht, diese Freiheit. Und dann die Entscheidung von Jarzynski zu sagen, ich folge jetzt ihr auch nicht auf so einer ästhetisierenden Art und Weise, sondern eigentlich sehr wackelig und der Ton wird vergessen, mehr oder weniger eigentlich am Set, war für mich irgendwie der Moment, wo er auch sich distanziert, mindestens von dieser Aussage, die der Künstler da gemacht hat. Ob danach das Kunstwerk selber auch so kritisch beleuchtet wird, weiß ich jetzt nicht. Ich doch denke, dass irgendwie diese beiden blinden Personen auch zum Schluss kommt, dass man ja dann sagen müsste, naja, also ich meine, sie sind die beiden, am Schluss sind die beiden Personen blind, aber die Kamera schaut sie noch an. Also irgendwie die Apparatur oder irgendwie das, was das Werkzeug der Künstler ist, irgendwie noch aktiv, obwohl die beiden blind sind. Ja, also ich würde tatsächlich dem auch sehr zustimmen, weil mir das genau in der Szene einfach auch zwei verschiedene Perspektiven zu sein scheinen, die auseinanderlaufen und da dann auch keine Einigkeit besteht, währenddessen in der ersten Hälfte ist tatsächlich, und ich glaube, das hat auch was dann mit Kameraführung zu tun und wie die Malerei ins Bild gesetzt wird und da kann man, also da begegnet man sich und im zweiten
sind es verschiedene Perspektiven und die wird dann kommentiert, der Filmemacher stärker, noch die Malerei. Und ich glaube, dann ist dann diese Szene in der Bar so vielleicht ein Versuch, das wieder irgendwie zusammenzubringen, ne? Durch so eine so Humor vielleicht oder... Vielleicht, um das sogar noch ein bisschen zu verschärfen, ich meine, dieser Moment, bevor sie dann aufsteht, ist der Moment, wo er seine kunstphilosophische Position formuliert. Und er spricht eigentlich über Ästhetik und er spricht über seine Selbstpositionierung im Formkanon und dem, was an Optionen zur Verfügung steht. Und es ist eigentlich auch eine Aussage über den sozialistischen Realismus und über die Art und Weise, wie westliche Kunsttraditionen in der chinesischen Malerei appropriiert werden. Und wenn er sagt, jeder soll doch machen, was er will, spricht er eigentlich von einer künstlerischen, nochmal künstlerischen Position. Aber das hat natürlich dann genau die Doppelbedeutung, die Sie benannt haben. Die Sexarbeiterin, die im Modell liegt, die kann das so nicht sagen. Oder das gilt, also das ist dann genau diese Diskrepanz zwischen der Künstlersubjektivität und der Modellsubjektivität, um es mal so zu sagen. Ja, und ich denke, es geht ja auch darum, und es ist einfach ein Spannungsfeld, dass wenn ein Künstler geht es immer um Individualität und Selbstausdruck und auch Subjektivität und gleichzeitig aber wird mit dieser Form des Realismus ja der Anspruch gestellt, gesellschaftspolitisch zu wirken und dann eben Menschen, die ausgeschlossen sind, ein Gesicht oder eine Stimme oder ein Bild zu geben. Und ich denke, dass in der spezifischen Situation des Realismus in Bezug auf China das viel enger zu verzahnt ist miteinander und es viel stärker auch einen Konflikt gibt. Also diese Individualität vielleicht, ne, auf der einen Seite, die sich aus einer bestimmten kulturellen Situation heraus ergibt und auch als notwendig angesehen wird, aber die gleichzeitig natürlich auch qua System nicht, also vielleicht nicht vergleichbar ist mit der Situation in Frankreich und Realismus im 19. Jahrhundert, dass quasi dieses Spannungsfeld in diesem Film stark vorhanden ist, ne? Also und nicht richtig gelöst vielleicht sein kann, werden kann. Genau. Entschuldigung, warten Sie einen Moment bitte. Es gibt eine Frage da und dann komme ich zu Ihnen, ja? Mir ist dieser Teil aufgefallen des Übergangs vom ersten Teil zum zweiten Teil. Da geht die Kamera übers Wasser hinweg. Das ist, glaube ich, noch der gelbe Fluss oder zumindest der Fluss an dem Durchbruch der drei Schluchten. Und dann folgt ein Schnitt und dann ist man schon über dem Wasser des Flusses, der durch Bangkok hindurchfließt. Aber man merkt es erst noch nicht. Es dauert eine Weile, bis man merkt, dass man sich geografisch ganz woanders befindet. Und das heißt, da folgt dann, das ist ein Moment von Illusion, die dann gebrochen oder modifiziert wird. Und die Flüsse in Südostasien, die kommen ja teilweise entweder aus dem Grenzgebiet zu China oder die kommen selbst aus Ostchina. Ich weiß nicht, ob der Fluss, der durch Bangkok hindurchfließt, aus China kommt, aber die Flüsse aus Ostchina fließen nicht nur nach Westen, sondern die Flüsse fließen auch in Richtung Süden. Und dann spielt, glaube ich, auch eine Rolle, dass die Situation von Sexarbeit, die findet in Thailand in einem anderen gesetzlichen Rahmen statt als in China. Also mein Bild von China ist, dass Sexarbeit in China illegal stattfindet, also verborgen ist, dass man auch als chinesischer Filmemacher die Bilder, die er in Thailand gemacht hat, nicht so einfach in China hätte machen können. Und umgekehrt, ich weiß nicht, was die gesetzliche Situation in Thailand ist, aber die spielt dort, glaube ich, keine so große Rolle. Das heißt, in Thailand findet Sexarbeit viel offener statt, als das in China möglich ist. Und zu Courbet. Bei Courbet gibt es ja den Realismus der Steineklopfer. Das ist ein Realismus,
der auch in sozialistischen Ländern aufgegriffen worden ist. Aber andererseits gibt es ja auch die Frauen bei Kubi, wie in L'Origine du Monde oder die Elodins. Das ist, glaube ich, ein realistischer Aspekt von Kubi, der in China oder auch in der Sowjetkunst nicht so aufgegriffen werden konnte. Und das heißt, wir haben im ersten Teil, der in China gedreht werden wurde, da haben wir einen Bezug auf die Steineklopfer. Und dann in dem Teil, der nach Thailand ausgesourcet wurde, da haben wir dann, wenn wir es mit Kubi parallelisieren wollen, da haben wir dann die Frauen bei Kubi. Und der allerletzte Teil, da würde ich diese Arbeitshypothese aufgreifen, da haben wir die zwei Künstler, so wie der ganze Film ja eine Parallelisierung von Malerei und Film ist. Und das könnte man neben das Atelierbild stellen, wo Courbet sich selbst ja reflektiert, so wie das die beiden Künstler da machen. Und als Modell jetzt in diesem Film hat man ja einen doppelten Job. Also wenn ich jetzt in dem Film mitspielen würde, dann werde ich einmal gemalt von dem Maler und gleichzeitig bin ich mir aber auch bewusst, dass ich auch gefilmt werde. Und bei Kobe ist das ja so, dass auf der einen Seite die Leute stehen, die vielleicht Auftraggeber, Konsumenten, Käufer oder gesellschaftlich wichtige Potentaten sind, und auf der anderen Seite sind die Leute, die ihn unterstützen. Und er ist der Mitte und malt dieses Naturbild. Und zum chinesischen Teil, da werden ja nicht nur die Steineklopfer, sondern auch die Landschaft, also die Bilder von Kubi, wo die Quelle der Lu, wo das Wasser aus dem dunklen Berg, Gebirge herauskommt, das entspricht eigentlich auch der Situation der drei Schluchten, wo dieses, wo neben der Arbeit, den arbeitenden Menschen, auch die Gebirgssituation auf Kubi und auf die Zeit, die er im Schweizer Jura verbracht, im französischen Jura verbracht hat, bezogen werden könnte. Es ist fast in der Schweiz. Ich habe dann noch ein Schweizer Geschichtlein nachher. Ja, vielen Dank. Sie hatten noch eine Nachfrage. Kurz Moment bitte. Auf Mikrofon warten, ja. Weil es wird aufgezeichnet. Wird alles aufgezeichnet. Ich finde es interessant, was Sie reflektieren. Und deswegen fände ich es auch schön, wenn Sie nochmal die Brücke zurückschlagen, vielleicht zu Xiaoshang Going Home und The World, zum Beispiel zu Little Sister, weil ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass in diesen 60 oder 70 Minuten viele Erzählstränge aus den 200 Minuten, die wir vorher schon gesehen haben, sich wiederfinden. Und das fand ich zum Teil auch sehr berührend, insbesondere im ersten Teil. Wollen Sie darauf nochmal eingehen? Ich habe einen Einordnungsvorschlag in gewisser Weise schon gemacht und gesagt, Zhai Zhang-ke hier auch interessiert, ist, dass er nochmal einen Zhai Zhang-ke-Film machen kann. Er macht ein Künstlerporträt, aber es ist zugleich eine Geschichte von Wanderarbeitern und eine Geschichte, in der es genau um die Modernisierungsdramatik geht, die den Stoff seiner Filme herstellt. Und ich würde im Übrigen anschließend auch an Ihre Beobachtung, dass natürlich Sexarbeit in China nicht denselben legalen Status hat, nicht so offen institutionalisiert ist wie in Thailand, vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, dass das natürlich bei The World durchaus eine Dimension ist. Also einerseits gibt es die russischen Tänzerinnen, die ganz klar als Prostituierte eingesetzt werden. Es gibt diesen einen Gangster, der russischen Gangster, der ihnen die Pässe wegnimmt. Es ist ganz klar, dass zu diesem Vergnügungspark, der scheinbar
nach Vorbild von Disneyland, wie heißt das auf Englisch so schön, Wholesome Family Entertainment anbietet, also gesundes Familienunterhaltungsangebot, dass da Prostitution offenbar auch eine Rolle spielt. Also dass in diesen großen Inszenierungen und Spektakelgeschichten, die da gezeigt werden, es eben auch eine Art Backstage-Area gibt, wo Prostitution offenbar stattfindet. Und in diesem Sinne würde ich sagen, der Film gehört genau in diesen Kontext rein und arbeitet die Themen der früheren Filme natürlich fort, ja. Vielleicht hinzufügen, wir können auch nicht vergessen, bei Shawshank Going Home gab es auch die Geschichte von dieser Freundin von ihm, die auch in Beijing als Prostituierte arbeitet, ja. Aber sagt, ja, sag nicht meine Mutter oder sag meine Mutter, dass ich noch dort arbeite oder irgend sowas. Ne? Deswegen ist das schon viel, wenig offen, wenn das so ist. Ich kenne mich da nicht so aus, ich weiß nicht, wie die Regeln da sind, aber ich habe schon das Gefühl, dass das eine Rolle spielt in den Filmen von Jia Zhongke, aber das immer in diese ein bisschen versteckte Seite oder so. Das war zumindest in einigen Filmen von ihm schon präsent. Und ich glaube, wir konnten auch nicht vergessen, dass dieser Film zusammen mit Still Life gedreht wurde, wie schon erwähnt worden. Ja. Leider zeigen wir den Film erst im Mai, 28. Mai, können Sie schon vormerken, ist die Lecture, wo wir Still Life zeigen werden. Aber es gibt so viele Sachen in diesem Film, also für die den Film schon gesehen haben, die mit Still Life zu tun haben und so viele Parallelen, obwohl es ein komplett anderer Film ist. Aber ich will zu einem Punkt zurückkommen, und zwar die Musik. Mhm. Du hast schon erwähnt, dass die Momente, wo Musik benutzt wird, sind sehr wichtig, das hast du schon erwähnt. Aber was für eine Musik, ne? So diese sehr komische, das erinnert mich ein bisschen an eine Sci-Fi, so ein bisschen so Sonic-Musik. Und das wiederum mit Still Life auch gut passt, weil es auch da zu einem Punkt kommt, wo, also ich will auch nicht vorher was sagen, aber wo auch ein bisschen von Science Fiction in einem Moment auch drin ist. Und deswegen, wenn diese Musik hier vorkommt, müsste ich direkt an Still Life denken. Und deswegen, wie diese zwei Filme zusammen funktionieren, finde ich auch so interessant. Ich will nicht Diptik sagen, weil Still Life doch viel also größer oder wichtiger geworden ist und so weiter, aber sie funktioniert schon irgendwie zusammen. Wir müssen irgendeine eine Metapher dafür finden, wie diese zwei Filme jetzt zueinander. Aber ich glaube, die ergänzen sich schon gut, obwohl es komplett anderes auch ist. Das wollte ich noch. Genau, aber also ja, das ist natürlich. Das können wir alles vielleicht besser besprechen am 28. Mai, wenn wir diesen Film und Still Life gesehen haben. Genau, das Schöne ist, Weihnachten ist in zwei Wochen vorbei, aber darauf können Sie sich noch ein halbes Jahr freuen. Ich will noch meine Schweiz-Anekdote loswerden, bevor wir alle nach Hause gehen. Als es auf den Bau des Drei-Schluchten-Dammes zuging, hat die Schweiz ihren Botschafter in Peking ausgetauscht und hat den dort anwesenden Karrierediplomaten ersetzt durch einen Mann namens Uli Sieg, der ein Ingenieur und Unternehmer ist, der sein Vermögen gemacht hat mit der Art von Turbinentechnik, die für diesen Damm erforderlich ist. Und er wurde da platziert, um diesen Auftrag abzuholen. Und er hat den Auftrag abgeholt. Und Uli Sieg ist auch ein Kunstsammler. Und er ist der westliche Entdecker von Ai Weiwei. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.